Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone. Und in dieser Folge spielen wir mal wieder mit den Totem-Schamanen im Standard-Modi. Und ja, wir haben uns diesen Monat noch nicht wirklich hochgearbeitet. Rang 17, eigentlich echt erbärmlich, aber wenn man nur noch so um die maximal eine Stunde in der Woche zockt, dann ist es vielleicht auch nicht so stark verwunderlich. Ja, ist halt so. Ich würde gerne noch unter 15 kommen. Wäre ganz cool, wenn das noch gelingen würde. Dann würde ich nämlich ein bisschen mehr Staub kriegen für die nächste Saison. Weil ich brauche mal wieder ein bisschen mehr Staub, damit ich auch mal wieder vernünftige Karten herstellen kann. Aber lassen wir uns mal überraschen. Erstmal wäre es auf jeden Fall ganz cool, wenn der Gegner überhaupt mal was machen würde. Ja. Das Licht beschützt mich. Fangen wir mal an. Grüße. So, dann spielen wir den hier als nächstes raus. Der pasht schon. Haben wir einen geblockt? Ja, könnte man sogar, selbst wenn er jetzt was ausspielen könnte, wir könnten sogar nächste Runde trotzdem noch den Flammenjongleur hinterher ballern. Ist, diese Karte ist übrigens neu im Deck. Dafür habe ich den, wie heißt der hier? Der für 5 Mana, der 7, 8 hat und 3 Mana-Brand hier verursacht. Den habe ich dafür rausgenommen. Weil der einfach, der, wenn der gekontert wird, zerstört er einen 2 Runden. Und das ist einfach ein bisschen zu heavy. Zack. Das auch geklärt. Der braucht aber immer ganz schön lange. Und sowas habe ich ehrlich gesagt schon gerechnet. Ich kämpfe. Mal gucken, welches wir jetzt kriegen. Ja, Gammeltotem, danke. Aber egal, wir haben ihn auf 23. Er wird sowieso wieder einen Drachenkrieger spielen. Auf die trifft man ja auch quasi nur noch. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt noch ein Schildschlag, aber kommt nicht. Wer sich mit dem Stier anlegt, kriegt die Herren. Soll mir egal sein. Haben wir ihn auf 22. Na geil. Na denn. Oh, das ist doch scheiße, Mann. Passt.
Na, Kollege? Ich frage mich, ob willst du noch mal was machen, oder? Das war ja eben auch schon wieder so eine ekelige Kack-Kombo, ey. Lass die Schmerzen sprechen. Schade. Ich hoffe, er kriegt 3 Schaden. Ja, sauber. Immerhin. Dann haben wir ihn schon mal auf 8. Zieh dir nochmal eine Karte. Jetzt nochmal auf alle einen Schaden. Nee, er will noch eine Karte ziehen. Ich glaube, das war's dann für ihn. Zurück an die Arbeit. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da noch was kommt, was hier alles zerstört. So, spielen wir erstmal das aus. Die Elemente mag ich. Leicht, aber Toten Liebe. Zack. Also das sollten wir eigentlich nach Hause bringen. Scheißegal, was er macht. Jo, Kollege, was los? Das ist echt ein Typ, der extrem lange zum Überlegen braucht, ne? Spielt ihr gern mit Feuer? Na, das bringt ihm jetzt auch nicht so viel. Ich muss mich entscheiden. Noch was? Ja, trotzdem reicht es noch für mich. Ja, danke. So, erste Runde gewonnen. Dann auf in die zweite Runde. Oh, nur 2 Zauber gewirkt. Na, dann kann der Quest ja langwierig werden. Thrall gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Eure Zeit ist gekommen. Jaina braucht mehr. Boah, ist ein Hammerstart auf jeden Fall. Nicht. Scheiße, ey. Hallo. Hallo. Der musste weg. Jetzt trotzdem, guck mal, wir haben so viele günstige Karten. 2, 2, 2. Und davon jeweils 2. 1, 1, 3. Und wir haben nichts davon. Nichts. Nur Scheiße haben wir hier.
Ja, machen wir nochmal. Soll er mal ruhig ein bisschen was ausspielen. Die Karte wird immer günstiger dadurch. Weil wir können im Endeffekt mit dem Gewittersturm dann kontern. Schon ziemlich hässlich. So, passt schon. Oh mein Gott. Seine Karten countern genau meine. Alter, was ist das für ein Scheiße, Mann? Wie viel kriegt er noch dazu? 3. Dann werde ich den jetzt erstmal noch nicht ausspielen. Wenn er jetzt Flammenstoß hat, ne, dann ist das der größte Scheiß. Ne, hat er aber nicht. Trotzdem okay, weil ich kann alles mit einem einzigen Zauber jetzt vernichten. Von ihm. Soll ich das hier auch rausspielen? Ne, hebe ich mir lieber auf als Combo dann mit denen zusammen. Oh Gott! Digga, mich nervt das so. Mich nervt es so. Ich bin dabei! Ja, verpiss dich. Das war's, Leute. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann würde ich sagen, bleibt stabil und haut da rein. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bye, bye.